Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Ja, ich möchte ja mit euch noch einmal ein sehr komplexes Thema letztendlich besprechen. Einfach um zu sehen, ob es sich tatsächlich lohnt für mich, ja, wirklich in die Tiefe zu gehen, wenn ich bestimmte Aspekte anspreche, die zu einem großen Bereich gehören, ja. Und das, was folgen soll, fällt in den Bereich Finance. Und dieser Bereich Finance ist extrem groß und viele wissen teilweise gar nicht, wie groß eigentlich dieser Bereich ist. Das Komplizierte daran ist, dass er auch Überschneidungspunkte hat mit anderen Bereichen. Und darum soll es genau heute gehen. Also, was ist Finance? Ich könnte jetzt natürlich irgendwie eine Wikipedia-Kurzdefinition heraussuchen, will ich aber gar nicht. Ich will euch einfach mal anhand bestimmter, ja, Begriffe klar machen, was wirklich Finance ist und wo der Unterschied zum strategischen Controlling besteht. Wir sehen hier, es gibt offensichtlich zwei große Überschneidungspunkte, aber ansonsten ist strategisches Controlling und Finance eigentlich separat zu betrachten. Jetzt sind diese beiden Überschneidungspunkte natürlich nicht zu verachten. Ja, denn Investitionsbewertung, sprich auch Projektbewertung, wie man es wahrscheinlich im strategischen Controlling eher nennen würde, und die Unternehmensbewertung sind zwei riesige Bereiche. Ja, gerade die Unternehmensbewertung ist eigentlich die Königsdisziplin, so haben es schon unsere Professoren damals gesagt, wie soll ich sagen, in der mathematischen BWL, sagen wir es mal so. Ja, also es gibt nichts Komplexeres, nichts Komplizierteres letztendlich als die Unternehmensbewertung, weil es nicht einen Ansatz, Entschuldigung, zur Unternehmensbewertung gibt, sondern es gibt hunderte Ansätze. Ja, und um wirklich den echten Wert einer Unternehmung herauszufinden, müsste man wahrscheinlich diese hunderte von Ansätze alle durchrechnen und durchführen und dann wahrscheinlich einen Mittelwert nehmen. Und selbst das wäre wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig, wie gesagt, der richtige Ansatz, weil es unterschiedliche Anlässe gibt für eine Unternehmensbewertung. Ja? Bei der Investitionsbewertung an sich, wenn wir jetzt mal sagen, okay, eine Unternehmensbewertung ist ja eine Investitionsbewertung, ja, aber halt, wenn man so will, die größte Investition, die du halt tätigen kannst aus wirtschaftlicher Sicht. Und wir gehen mal wirklich ein paar Stufen runter und sagen, wir betrachten jetzt einfach nur mal Maschinen als Investition, ja? Dann beschäftigt sich sowohl das strategische Controlling als auch der Bereich Finance mit dem Bereich der Investitionsbewertung. Wie sollte man also irgendeine Investitionsalternative letztendlich bewerten? Ich hatte ja da schon eine Playlist zu rausgegeben, wie man eben letztendlich in, ja, am Anfang des Studiums der BWL beispielsweise schon kennenlernt, wie man eben Investitionen bewertet. Da sei nur die nicht die Kapitalmarkt, die Kapitalwertmethode genannt, die interne Zinsfußmethode genannt, die modifizierte interne Zinsfußmethode genannt, statische Investitionsmethoden genannt oder Investitionsbewertungsverfahren genannt. Da gibt es sehr, sehr viele, viele unterschiedliche Ansätze und die schwierigeren Ansätze habe ich euch noch gar nicht genannt, weil es, wie gesagt, immer schwieriger und immer schwieriger wird, je realistischer wir das Ganze letztlich machen wollen. Wir sehen, es gibt diese zwei großen Überschneidungsbereiche, aber letztendlich dürfen wir nicht vergessen, was der Controller ist. Der Controller ist der Berater eines Unternehmens, ja, und zwar beratet er in Form von Zahlen. Das ist ganz wichtig. Und ihn persönlich interessiert die langfristige Unternehmensplanung oder auch die langfristige Planung einzelner Bereiche eines Konzerns beispielsweise. Die Steuerung und Kontrolle bei Abweichungen zum Soll, was sowieso Controlling bedeutet. Controlling bedeutet immer planen, steuern und kontrollieren, was am Ende rausgekommen ist. Ja? Und das ist strategisches Controlling. Alles bezogen letztendlich auf die lange Frist und bezogen auf große Bereiche, ja, auf die Gesamtheit der Unternehmung, wenn man so will. Und dieses strategische Controlling hat natürlich auch Überschneidungspunkte wiederum mit dem strategischen Management. Aber das wollte ich hier nicht reinbringen. Ja. Zum Thema Finance. Nun ja,
Finance, da würde man erstmal an Finanzen denken, also sprich an die Bewertung von Wertpapieren. Ja? Man denkt vielleicht auch daran, wie jetzt beispielsweise man einen Börsengang letztendlich planen kann oder planen kann, ein Initial Public Offering, also einen erstmaligen Börsengang. Es geht aber auch letztendlich um die Finanzierung, und zwar um die Finanzierung in Form von, wie sollte ich mich finanzieren, wenn ich gerade an einem bestimmten Punkt in meinem Unternehmen bin, und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es im Allgemeinen, ja? Und darüber hinausgehend, auch ganz wichtig, gibt es noch das hier, womit sich Finance beschäftigt. Ja, und zwar, wie funktioniert der Kapitalmarkt an sich? Kapital jetzt in dem Sinne von Eigenkapital und Fremdkapital. Wie funktioniert die Beschaffung und die Bewertung von Eigen- und Fremdkapital im Allgemeinen, und wo gibt es Probleme? Denn der Kapitalmarkt ist natürlich wie jeder bestimmte Markt auch ein ganz besonderer Markt, den es zu analysieren gibt. Genauso wie ich den Arbeitsmarkt natürlich, wie ich den Arbeitsmarkt natürlich separat betrachten kann, kann ich auch den Markt für Kapital separat betrachten. Und hier wäre dann so gesehen sogar ein Schnittpunkt zur Volkswirtschaftslehre, weil Märkte an sich oder Kapitalmarkttheorien, Markttheorien an sich immer auf die Volkswirtschaftslehre zurückgehen. Ja? Also, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu halten. Finance hat mit strategischem Controlling eigentlich nur die Gemeinsamkeit, dass beide letztendlich auf gleiche Verfahren der Investitionsbewertung und der Unternehmensbewertung zurückgreifen. Ansonsten ist alles komplett anders. Finance interessiert sich nicht für die gesamte Unternehmensplanung, für die gesamte Bereichsplanung oder für die Steuerung und Kontrolle bei Abweichungen zum Soll. Das ist das Controlling, was das tut, sondern Finance beschäftigt sich wirklich mit den Dingen, die den Kapitalmarkt in seiner Gänze ausmachen. Das bedeutet, was für Investitionsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Wie sollte man das Ganze bewerten? Welche Bewertungsverfahren gibt es? Wie kann ich einzelne Wertpapiere bewerten? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Kann man Kapitalmarkttheorien aufstellen? Finanzielles Risikomanagement, IPO, Börsengang. Ich könnte hier noch Behavioral Finance mit reinbringen, wo man sich anschaut, wie Menschen ticken. Dann hätten wir quasi hier noch eine psychologische Komponente. Also die Gemeinsamkeiten sind da, aber der Fokus ist ein ganz, ganz anderer. Hier bist du mitten im Unternehmen drin und scherst dich nur um dein Unternehmen, und hier geht es ums Allgemeine, ums Prinzip. Hier geht es mehr darum, grundsätzlich Wissen sich anzueignen über die verschiedenen Dinge, die letztendlich Finance ausmachen. Ich hoffe, die etwas andere Erklärung zum Thema Finance und gerade auch dem Unterschied zum strategischen Controlling, weil das ganz wichtig ist, dass man das auseinanderhält. Ich hoffe, das war irgendwie für euch so als Anfang einleuchtend gewesen, weil ich persönlich nicht mehr wirklich auf, wie soll ich sagen, diese Gemeinsamkeiten hier eingehen möchte. Ich möchte die beiden voneinander getrennt halten, und deswegen war es mir wichtig, dass bevor ich jetzt auf etwas ganz Großes eingehe, was sehr, sehr komplex ist, dass ich halt diese Sache einmal hier erwähnt habe. Ja, bis dahin, meine Freunde.